Hallo, ihr Schildkröten. Wie bereits in dem Herbst-Hexen-Roman-Video halb angekündigt, möchte ich heute mit euch über dieses Buch sprechen, über Die Seelen der Nacht von Deborah Harkness oder im amerikanischen Original The Discovery of Witches. Übersetzt ist das Ganze von Christoph Göhler. Es ist wichtig, immer den Übersetzer zu nennen. Das möchte ich mir gerne angewöhnen. Wie auch schon im letzten Video gesagt, bin ich auf dieses Buch aufmerksam geworden durch die gleichnamige Serie, die in einer ersten Staffel schon vorhanden ist, auch ganz toll besetzt mit Matthew Good in einer der Hauptrollen. Ich liebe Matthew Good sehr, sehr, sehr. Und die andere Hauptrolle wird gespielt von Theresa Palmer, eine australische Schauspielerin, die ich jetzt auch sehr mag. Die beiden spielen nämlich in der Serie Matthew de Clermont und Diana Bishop. Das sind die Hauptfiguren in diesem Buch. Und ihr seht, es ist ein sehr dickes Buch. Es sind über 700 Seiten, fast 800. Und es ist der erste Teil zu einer Trilogie. Und ich verrate es jetzt schon mal. Ja, ich möchte den nächsten Teil lesen. Nämlich so begeistert hat mich dieses Buch tatsächlich doch sehr. Ich muss mal kurz nochmal zur Serie zurückkommen, weil der Grund, weswegen ich zu dem Buch gegriffen habe, was ich nicht immer tue, wenn ich Serienadaptionen von Büchern gucke, ist, dass mir zwar all die Geschichte und das Setting und alles sehr gut gefallen hat, aber die Serie so ein bisschen sehr hauchig war. Wenn ihr euch den Trailer mal anguckt oder so, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Also es ist alles so, Diana redet in der Serie immer so ein bisschen, ah, oh, yo, Vampire. Und es ist alles so ein bisschen komisch, erhaben. Und das hat mich so sehr genervt, obwohl ich diese, also ich mochte die erste Staffel wirklich sehr gern, aber das hat mich richtig genervt und ich dachte mir, okay, du musst jetzt das Buch lesen und sehen, ob das da genauso ist. Und nein, es ist nicht genauso. Ich finde, das Buch hat sehr viel mehr Humor und ist nicht ganz so, ich weiß auch nicht, hat nicht so diesen komischen Ton. Genau, das nur kurz mal zum Amüsement vorweg. Worum geht es jetzt aber in diesem Buch? Wir fangen mal an mit dem Setting. Das Buch spielt in unserer realen Welt, auch in der Gegenwart. Und es ist aber so in dem Buch, dass Vampire, Hexen, Dämonen und Menschen quasi gleichermaßen verteilt auf der Erde leben. Und die Menschen wissen aber nicht so richtig, dass es Hexen, Dämonen und Vampire gibt. Und die leben auch immer so ein bisschen eher unter sich. Keiner von den Gruppen ist aber irgendwie stark verfeindet. Es gibt immer wieder persönliche Fäden, aber eigentlich leben die alle friedlich. Und auch keiner von denen ist irgendwie böse. Also wisst ihr, was ich meine? Keine dunkle Macht oder so, sondern die leben alle gleichberechtigt. Und jeder hat seine eigenen Fähigkeiten. Was das Problem ist, dass es immer mehr dazu kommt, dass sich die übernatürlichen Wesen nicht mehr fortpflanzen können. Das heißt, Vampire schaffen es nicht mehr, Menschen in Vampire zu verwandeln. Hexen bekommen immer weniger Kinder. Und auch Dämonen werden immer weniger geboren. Das ist die Ausgangssituation. Dann geht es in diesem Buch vor allen Dingen um Diana Bishop, die aus einer sehr alten und sehr mächtigen Hexenfamilie stammt, selber aber ihre Hexenkräfte verdrängt. Vor allen Dingen deshalb, weil ihre Eltern ermordet worden sind. Die beiden waren sehr mächtige Hexer. Und die beiden sind ermordet worden und seitdem verdrängt Diana Bishop ihre Hexenkräfte, sie benutzt sie eigentlich gar nicht, sie benutzt keine Magie, manchmal nur wirklich durch Zufall, wenn sie was sehr braucht, dann kommen Dinge zu ihr, fliegen Papiere wieder zu ihr im Buch und solche Sachen. Und so kommt es auch, Diana ist Historikerin und sie ist an der Oxford University in England und sucht dort ein altes Manuskript, sie ist spezialisiert auf Alchemie, auf die Geschichte der Alchemie und sucht dort ein Manuskript des Ashmore, Himmene, irgendeine Nummer. Und das gilt sehr, sehr lange als verschollen. Sie weiß das aber nicht. Sie bestellt es einfach im Archiv der Bibliothek und sie bekommt es. Und damit löst sie eine große, große Aufmerksamkeit auf sich aus, weil alle Kreaturen, also die Vampire, versuchen das schon ewig zu bekommen, die Hexen auch, Dämonen auch. Und vor allen Dingen ein Vampir, nämlich Matthew de Clermont, also Matthew, der wiederum einer sehr alten Vampirfamilie entstammt und sehr, sehr alt ist schon. Sehr, sehr alt. Und der sucht schon seit Jahrhunderten nach diesem Buch und hat es nie gefunden und wird jetzt quasi auf Diana aufmerksam. Und zwischen den beiden entspinnt sich eine Beziehung, eine sehr, sehr heftige Liebesbeziehung, die, obwohl sie sich gar nicht lange kennen, schon von Anfang an sehr heftig ist und sehr innig und sehr
wahr, wenn man das so sagen will. Also man könnte, ich glaube, Leute, die nicht so auf Romantik, auf Romanzen stehen oder auf solche Art von Bücher, die würden sagen, oh Gott, das ist furchtbar kitschig und ganz, ganz schnulzig. Und ja, das ist es vielleicht auch. Für mich hat es aber durchaus irgendwie so einen warmherzigen Touch, weil es halt in diesem Buch nicht so ist, dass sie sich erst finden, dann werden sie getrennt und dann müssen sie sich wieder finden und dann ist noch ein Drama dazwischen. Und wisst ihr, was ich meine? Sondern die haben sich gefunden. Und obwohl sie nicht zusammen sein dürfen, weil es nämlich ein Gesetz gibt, dass die verschiedenen übernatürlichen Spezies sich nicht zusammentun, sich nicht paaren dürfen, sind sie aber zusammen und sie können auch nicht ohne einander. Und sie tun einander unglaublich gut und das fand ich unglaublich schön. Und was ich hier in dem Buch auch schön fand, ist, dass die Dialoge zwischen den beiden haben sehr viel mehr Witz und sind irgendwie ein bisschen flotter als in der Serie. Zumindest hatte ich irgendwie den Eindruck. Ja, und dann geht es darum, was hat es eigentlich mit diesem Manuskript auf sich? Warum sind alle Geschöpfe darauf so spezialisiert? Also warum wollen die das alle haben? Diana wird von verschiedenen Seiten bedroht. Sie wird von anderen Hexen bedroht, dass sie sich mit dem Vampir eingelassen hat, dass sie dieses Manuskript wiederfinden soll. Aber als sie es wieder in die Bibliothek gibt, ist es auch verschwunden und es bleibt verschwunden. Und daraus entwickeln sich dann so manche Dinge. Und was mir vor allen Dingen sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass Deborah Harkness, die selber Historikerin ist, ganz viel von ihrem historischen Wissen hier einbaut, auch was historisches Wissen von Alchemie angeht. Sie versucht, den Ursprung von Vampiren und Hexen und Dämonen zu erklären, worum es auch wohl in diesem geheimnisvollen Manuskript geht. Zu viel möchte ich jetzt hier nicht verraten. Und sie, das ist, hat alles so eine wissenschaftliche Nuance, was ich unglaublich mag, weil es irgendwie so wirklich das Gefühl gibt, dass Magie und all diese übernatürlichen Dinge in unserer Welt passieren könnten und dass man sie sogar begründen kann. Also auch, dass wie Menschen zu Vampiren werden, dass es dann quasi eine Genmutation gibt durch dieses spezielle Blut und ein Chromosom mehr und solche Dinge. Das ist unglaublich toll. Das, finde ich, macht unglaublich Spaß zu lesen. Das ist unglaublich Spaß macht, das zu entdecken. Also es ist ein ganz tolles Setting. Wie gesagt, mir hat auch die Liebesgeschichte sehr gefallen, was mich am Anfang ein bisschen genervt hat. Das sind so zweierlei Sachen. Einmal Matthew, der als Vampir unglaublich dominant, unglaublich besitzergreifend dargestellt wird. Das wird im Laufe des Buches auch noch begründet, warum das so ist. Und das ändert sich zum Ende hin auch, was ich sehr angenehm fand. Aber am Anfang dachte ich mir so, ach, das ist jetzt so Twilight all over again. Er schleicht sich in ihr Apartment, beobachtet sie beim Schlafen. Das ist ein Motiv, ach, völlig ausgelutscht, völlig unromantisch finde ich das auch. Das ist absolut creepy. Aber wie gesagt, das ändert sich so ein bisschen. Und auf der anderen Seite ist Diana am Anfang unglaublich passiv, was alles angeht. Also erstmal hat es mich furchtbar aufgeregt, dass sie ihre Hexenkraft nicht anerkennt. Das, aber gut, das gehört ja zur Geschichte. Das ist halt so. Trotzdem war es so, warum tut sie das und warum lässt sie sich nicht auf ihre Magie ein? Und dann ist sie unglaublich passiv. Sie lässt sich quasi von Matthew immer wieder retten. Sie kann mit ihren Kräften nicht umgehen. Gut, das ist halt auch irgendwie das Thema des Buches. Aber sie ist quasi ständig diese Jungfrau in Nöten, obwohl sie immer sagt, sie ist sie nicht. Aber sie ist sie ständig und sie ist immer verzweifelt. Und nur wenn Matthew da ist, fühlt sie sich irgendwie geborgen und sicher. Und das ist sicherlich ein Teil auch der Beziehung. Aber mich hat es unglaublich genervt, weil ich dachte, Menschenskinder, sei doch mal eine starke Protagonistin, sei wie Buffy. So. Und ich hoffe, dass sich das im zweiten Teil ändert, weil Diana, so viel sei schon mal verraten, wird am Ende des ersten Bandes mehr sich mit ihrer Magie beschäftigen, aus diversen Gründen. Was ich auch sehr mochte, also in dem Band geht es sehr viel um Vampirtum und was Vampire so ausmacht und erst zum Schluss geht es so ein bisschen um Hexentum, als die beiden nämlich Dianas Tante Sarah besuchen und ihre Lebenspartnerin M. Und die haben ein ganz tolles Haus, schon allein dieses Haus ist magisch, das hat quasi ein eigenes Leben, es baut eigene Zimmer, es versteckt in den Wänden Dinge, offenbart sie, wenn es soweit ist, da leben Geister, also irgendwie die gesamte Generation von Bischofs leben da und geben Diana gute Ratschläge und oder auch nicht und es ist, also dieses Haus allein ist ganz fantastisch und ich hoffe, dass wir noch mehr magische Dinge sehen im zweiten Band und auch noch mehr von diesem Haus. Ich bin völlig verliebt in dieses Haus. Ich möchte auch so ein Haus. Und ja, mir hat es sehr gut gefallen. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe das lange, lange nicht mehr gemacht, mich in so einen dicken Fantasy-Wälzer eingelesen. Und ich habe wirklich auch lange dafür gebraucht, weil ich nicht immer so viel Zeit hatte zum Lesen, aber völlig in diese Welt, mal wieder in so eine Welt abzutauchen und
mich darin zu verlieren. Und ich habe mich jeden Abend wirklich gefreut, irgendwie wieder zu lesen. Und selbst wenn es nur mal 20 oder 50 Seiten waren. Aber es war ganz toll. Also es ist wirklich mal wieder ein Fantasy-Buch, wo ich sage, ja, trotz des blöden Titels, ich finde, die Seelen der Nacht klingt halt so wirk. Ich weiß nicht, warum sie es nicht gelassen haben mit A Discovery of Witches, was sehr viel besser passt. Ich könnte es natürlich auch im Original lesen. Ich muss aber gestehen, zur Zeit, ich bin zu müde, um Englisch zu lesen. Wenn ich Englisch lesen muss, brauche ich so viel mehr Konzentration und das schaffe ich gerade nicht. Deswegen werde ich mir auch die nächsten beiden Teile auf Deutsch holen, auch schon allein, damit sie schöner im Regal nebeneinander aussehen und passen. Aber ja, weil es dann einfach flüssiger ist. Ja, und das war dieses Buch. Es ist wirklich, auch es ist ja schon älter, aber wenn ihr es noch nicht kennt, es ist ein Tipp von mir, wenn ihr Fantasy mögt und ja, über so ein bisschen cheesige Liebesgeschichte. Wie gesagt, ich fand die gar nicht so cheesig, aber vielleicht bin ich auch gerade irgendwie in der Stimmung für sowas. Und es hat mir gut gefallen, ein Tipp von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob es euch jetzt angefixt hat. Ich bin ja eh ein Vampir-Fan und ein Hexen-Fan sowieso. Ihr könnt mir auch gerne Tipps unten in die Kommentare schreiben, die vielleicht in die ähnliche Richtung gehen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Und denkt immer daran, ihr seid nicht verrückt, als ich es bin. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.